haben wir sie alle beieinander. Herzlich willkommen. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Professor Wolfram Winter. Ich bin Beirat bei Meet Your Master und freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Wenn irgendwas schief läuft, kommen Sie danach zu mir. Wenn alles klappt, dann gehen Sie entweder zu Viktoria Lauterbach, zu Heiner Lauterbach oder zu Lauterbach oder zu Peter Lauerbach, das ist nämlich der Co-CEO von Meet Your Master oder eben zu den Mastern selber natürlich. So, also Professor Winter an Professor Lauterbach. Wissen Sie alle, dass Heiner Lauterbach Professor ist? Kein Witz. Also deswegen hat er wahrscheinlich Meet Your Master gegründet. Oder wie war das jetzt mit dem Gründen von dem Meet Your Master? Wie entstand die Idee? Ja, wir haben uns gedacht, in Zeiten von Bankenkrisen, schleichenden Inflationen, Umweltproblemen und dergleichen, gibt es eigentlich nur noch eine konstante Währung und das ist das Wissen. Jetzt wollen alle viel wissen, alle wollen daraus Kapital schlagen in irgendeiner Form, aber kaum einer mehr will lernen im klassischen Sinne, ist mir aufgefallen. Und dann haben wir uns gefragt, wie kann man denn erreichen, dass man Spaß hat am Lernen, zum einen. Und die zweite Frage war, von wem würde man denn am liebsten lernen? Ich beziehe das dann eben auf mich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, in Form von tollen Filmen, die eingespielt werden, von guten Geschichten, von spannenden Geschichten, von den Besten der Besten würde ich am liebsten lernen. Ja, und das war die Geburtsstunde von Meet Your Master. Ich glaube nicht, dass das ganz so lang war, aber gut, für einen Moment tun wir mal so. Wie hast du denn diese Herren gefunden? Marktforschung? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja. Hast du dann uns eingeladen? Hat Viktoria ein Greenlight gegeben? Nein, wir haben gesagt, es sind ja noch einige Leute, wie in dem Film ja auch zu sehen war, in der Pipeline sozusagen. Man muss sich dann immer ein bisschen nach den, oder ein bisschen ist gut. Es ist wahnsinnig schwer. Also wenn das einer nachmachen will, dem wünsche ich viel Erfolg. Diese Leute unter einen Hut zu kriegen, ist der, also allein, dass die heute alle hier sind, ist eine leichte Übung. Da musste ich meinen Rottweiler von der Leide lassen. Viktoria, die setzt sich dann konsequent durch bei den Managements. Nein, mal ganz im Ernst, hier nochmal, ich habe es euch eben in privater Runde gesagt, ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass das geklappt hat. Also ich darf mal der Reihe nach durchgehen, du hast Opernprobe, du hast Buchmesse im Moment, wahnsinnig eng getaktet sind diese. Till ist, wenn er nicht vor der Kamera steht oder dahinter ist, aber schon ein Raum, das ist ein Zufall, dass der überhaupt mal außerhalb seines Schaffensbereiches ist. Nico treffe ich, wenn ich den mal erwische, dann ist er auf der Landebahn, entweder ist er gerade gelandet oder gerade gestartet. Das ist sowieso ein Wunder, dass wir den hier nach München kriegen konnten. Und Alfons kennt ja jeder, der ist, Alfons ist überall. Ich glaube, er hat 4 Doppelgänger. Hoffentlich nicht. Was der alles macht. Insofern war das wahnsinnig schwierig. Also und da bestand ein Großteil der Aufgabe besteht darin, diese Leute zu finden, sie zu erinnern, das zu machen. Die meisten würden machen das schon gerne, aber es ist das Zeitproblem. Und insofern haben wir überlegt, was würde mich immer, Viktoria und mich, was würde uns interessieren? Was würden wir gerne lernen? Wem würden wir gerne zuschauen? Und da war ziemlich schnell war klar, dass wir Jonas als den Opernstar der Welt im Moment, den wir hier vor der Tür haben sozusagen, der hier am See, also in Bayern lebt, dass der zwingend dabei sein muss. Bei Sebastian, ich bin ein Riesenfan seiner Bücher, da habe ich gesagt, also wenn Autor, dann Sebastian Fitzek. Wir kannten uns übrigens nicht, es ist nicht nur, dass ich mein privates Telefonbuch jetzt durchblättert hätte, aber ich bin dann zu ihm gefahren und wir haben uns kennengelernt und wir mochten uns gleich in Berlin, das war toll. Und er hat gesagt, ich konnte ihn überzeugen, war dabei. Till ist wirklich ein alter Freund von mir und hat sich aber, glaube ich, auch, ich glaube auch Till hätte es nicht gemacht, wenn er nicht von dem Format überzeugt gewesen wäre. Nico kenne ich noch länger als Till und ist natürlich auch eine Ikone, was den deutschen Film betrifft, war für mich auch klar, wenn wir jemanden aus dieser Richtung nehmen. Und Alfons, wie gesagt, ist derjenige, also es gibt ja viele Köche, es gibt aber keinen einzigen Koch, den ich kenne, der so in der Materie ist, der sich so mit dem Produkt auskennt, mit Gewürzen,
mit wie heißt das, Kräutern und diesen ganzen Dingen. Der kann ja nicht nur das Kraut sagen, sondern der weiß, dass der Pfarrer Popodomolus zu der Zeit, in der Zeit, warum das eingesetzt wurde und so. Insofern, wir haben hochqualifizierte Master und noch eins vereint sie, dass sie Spaß daran haben, Wissen zu vermitteln. Das ist natürlich ganz wichtig. Und die Kompetenz in meinen Augen.